an. Der ruft jetzt Verstärkung, vermutlich an von der Platz. Wir sind gegenüber Highway East, wo die Windräder sind. SG. Wollen wir uns da anschließen? Ja, können wir. Ja, wir haben jetzt durchgegeben, dass wir einen Dispatch anfahren, deswegen. Achso, Alter. Bräuchten bitte Verstärkung, ein oder zwei Streifen. Ja, dann lass uns umdrehen. Medics sind sowieso da. Okay, dann let's go. Dann. Streife. Ach komm. Streife White ist unterwegs. Jack, du verstanden. Streife Fox sieht sich auch mit an. Medic ist zum aktuellen Dispatch. Keine Ahnung, was da los ist. dann frag auch nochmal nach den Koordinaten, gerade an der Postleitzahl. Irgendwas East Highway Richtung SG, aber. East Highway, SG, wir werden dies schon sehen. Windmühlen, ich markiere das, gar kein Thema. Ich bin noch krass. Ne, den Weg dahin finde ich schon zum SG, aber. Ja, dann fahren wir einfach dahin, das sehen wir schon. East Highway, SG, let's go, Windmühlen. Das ist, glaube ich, da, wo alle Leute am Windmühlen kommen. Oh ja, Sese. Da vorne links! Haben schon Sichtkontakt. Fahren wir schneller. Boah. Red, was war das denn jetzt für eine Chicago-Bänder, ey? Geil, oder? Mann, das rote Licht da. Hier unsere Scheinwerfer. Wir fahren ein bisschen weiter nach vorne. Ja, fahr vor. Fahr weit nach vorne. Und jetzt regeln wir das. Das habe ich nicht. Das habe ich noch nicht ganz so verstanden. Was ist denn jetzt das Problem hier? Naja, dass sie eventuell Verstärkung holen. Und wir sind die Verstärkung für unsere Verstärkung. Na, da hab ich doch ein Näschen gehabt hier, hä? Aber kein Näschen nehmen, Herr Wagner. Der Herr hat einiges an Kokain gebunkert. Oh, oh. Und Mess und alles Mögliche. Der Burrito ist komplett voll. Der Herr wird direkt eingepackt ins SG. Der Herr wird eingepackt und erstmal ins PD gebracht und schön Verhör mit dem geführt. Und ich will dabei sein, von Abschalt. Wir nehmen uns den richtig mal zur Brust. Wir sichern sie ein bisschen bei ihrer Zählung, okay? Wir sichern außen ab. Bevor hier noch einer reinkommt. Ich dachte, Alter, was ist denn das jetzt? Ah, das Problem ist, wenn das jetzt so viele Drogen sind, ey, dann kann das auch sein, dass hier irgendjemand gleich um die Ecke kommt und uns voll mitnimmt. Ja, deswegen eben. Sichern wir ab und das haben wir professionell gemacht. Wir sind einfach das LSPD, Mann! Richtig das geil! Ups. Alles gut. Wir sichern ab, wir sichern ab. Muss mal gucken. Kein Ding. Feuerraum, Fahrgast. Box, komm, dann machst du ihn fertig. Ich soll fertig machen? Ja, dann zeigst du mal den Kollegen, wie das geht. Okay. Wagner und Punch. Und dann, wer ist der andere nochmal? Reich. Ja, Reich, dann einmal hier rüber. Wir machen das so, Manu, du gehst als erster rein, halt dich kurz, ja? Oh. Dann befragst du den und danach geht Fox rein und macht den richtig fertig, okay? Wunderschönen guten Tag, der Herr. Was kann ich für Sie tun? Warten, Fox, mein Name. Hallo, Herr Fox. So, Entschuldigung. Also, da. Uns wurde gerade mitgeteilt, 1,5 Kilo Koks. Korrekt. Wofür war das? Medizinische Zwecke. Medizinische Zwecke. Das war eine Lieferung fürs MD, können Sie gerne bei der Frau Luana bestätigen lassen. Für das MD? Ja, korrekt. Okay, genau, also das MD, das MD ist also gerade dafür bereit, Leute mit Kokain wofür zu behandeln. Das müssten Sie ja so mitgekriegt haben, richtig? Das müssen Sie ja dann das MD fragen. Ich mache nur die Lieferung. Ach so, also sind Sie, was sind Sie vom Beruf her? Lieferant. Lieferant, für was? Da ich war erst bei Amazon Lieferant, den gibt's nicht mehr, also habe ich mir einen anderen. Bei Amazon, okay. Ja, jetzt bin ich Lieferant. Ihren Namen will ich haben. Ja, Ihren Namen! Herr Makarov. Jetzt hat sie hier was. Karkarov, achso, ja gut. Macht's auch nicht unbedingt besser. So, passen Sie auf, Herr Karkarov. 1,5 Kilo Kokain fürs MD, was uns nicht unterlaufen ist. Wir haben weder eine Information noch sonst irgendwas. Und Sie fahren mit 1,5 Kilo Kokain durch die Gegend? Zu mir wurde gesagt, du hast das Go-Blatt, fahr los. Ach so, alles klar. Wenn ich Ihnen sage, dass Sie eventuell 1,5 Kilo Salze rumtragen sollen, was ist dann? Dann haben Sie auch das Go und da fahren Sie hin und her. Ich einfach nur den Auftrag anblätt. Was da drin ist, interessiert mich nicht. Was sollten Sie für den Job kriegen? Nix. Nix, Sie machen das also umsonst. Sie wissen, dass Sie Kokain transportieren, machen das komplett umsonst. Ich dachte, Sie... Nein. Sie haben gesagt, transportier von A nach B. Halt mal. Sie haben gerade zu mir gesagt... Hab ich nicht gesagt. Sie halten sich mit diesem Job über Wasser. Da, jetzt sagen transportieren. Jetzt sagen Sie zu mir, Sie erhalten kein Geld dafür. Also irgendwas stimmt bei dieser ganzen Sache. Also Sie laufen gerade mit Bügeleisen unter den Füßen Schlittschuh. Auf ganzem Eis, mein Freund. Es gibt die Sache, fragen Sie beim MD nach, die werden das bestätigen. Damit ist mein...
damit ist es durchblättert. Da sind wir schon dran, aber trotz allem ist das nicht durch. Ja, unter anderem wurde ja auch noch Meth damit gefunden. Das ist auch für medizinische Zwecke. Sie können mit 1,5 Kilo können Sie den ganzen Start komplett auf Partylaune bringen, der Herr. Ja, aber ich bringe doch niemanden auf Partylaune. Ich will einfach nur die Lieferung machen. Okay, wissen Sie denn überhaupt, was Kokain bewirkt? Na klar. Was denn? Das putzt dich auf, Blatt. Okay, das wissen Sie aber schon ganz schön gut. Aber Sie wissen nicht, was Sie transportieren, richtig? Richtig. Okay, haben Sie vielleicht mal daran überlegt, eventuell selber mal ein bisschen was da rauszuholen? Weil Kokain, wissen Sie, hat einen ziemlich großen Marktwert, oder? Und Sie meinen, Sie wollen dafür als Geschäftsmann keinen Mehrwert rausbringen? Glaub mir, auf der Straße kriegt man das nicht los. Auf der Straße kriegt man das nicht los. Ja, das sagen Sie. Und deswegen transportieren Sie das zu MD. Ja, genau. Sie wissen schon, wenn Sie hier jetzt anfangen zu lügen und wir von den MD eine Information mit rauskriegen, dass das nicht für die war, dann sitzen Sie richtig, dann sind Sie richtig ab. Das ist gar kein Problem. Habs ja, bis Metten. Ich bin sicher, dass das MD das bestätigt. Nochmal den Namen von dir. MD-Lerin hätte ich gerne. Luana. Und weiter? Weiß ich nicht. Luana heißt sie. Beschreib mir sie mal bitte. Ich kenne sie nicht. Okay, jetzt nochmal. Also um vornherein. Also sie nehmen einen Auftrag von einer Person, wo sie nur den Vornamen wissen. Wissen, dass sie angeblich beim MD arbeiten. Eine Lieferung an von 1,5 Kilo Koks. Die Frage ist ja, wo haben sie das her? Von wo haben sie das geholt? Das war in dem Vendor, in dem mir den Walletyp gebracht hat. Ach, auch das noch. Also nehmen sie sogar noch. Welcher Typ hat ihn dazu gebracht? Ich habe eine Nummer bekommen mit einem Kennzeichen, habe das beim Wallet eingegeben und die haben mir das nach Palito geschickt, das Auto. Herr Karotte, das ist totaler Bullshit, was Sie da anziehen. Sie widersprechen sich von vorne bis hinten. Dass Sie meinen Nachnamen falsch aussprechen. Ich mache Sie ja auch nicht doof an dafür, dass Sie so sprechen, wie Sie sprechen, oder? Haben Sie gerade zum beim Reinkommen. Aber das passt so. Ich nehme das trotzdem mit Würde. Aber trotz allem sind wir immer noch bei dem Thema, wie können Sie sowas annehmen? Wie können Sie sowas annehmen? Sie wissen weder die Person, wo Sie das hinliefern müssen, Sie wissen nicht mal mehr. Also, Sie sind einfach in ein Fahrzeug eingestiegen. Ja, richtig. Okay, und wo stand dieses Fahrzeug? In Palito Bay. In Palito Bay? Und Sie haben Schlüssel gekriegt? Da. Okay. Und dann sind Sie da hingelaufen oder wer hat Sie da hingefahren? Ich habe da übernachtet im Hotel. Ach so, und dann steht da auf einmal ein Auto vor Ihrer Tür und dann sagen Sie, alles klar, Sie wussten aber auch, was da drin ist, richtig? Da. Okay, dann müssen Sie ja ein schriftliches Schreiben haben. Könnte ich das vielleicht mal sehen? Das wird noch nachgereicht, da. Ach so, okay, also nur zur Info für Sie. Sie also sind das sind alles so Minuspunkte, die Sie uns gerade... Ja, gar kein Problem. Das sage ich Ihnen ganz genau, wie das ist, ne? Und ich, hier mit Ihrer große Karriere, die Sie vorhaben, hier mit Ihrer großen Autovermietung... Sino, danke nochmal, sorry, ich kann gar nicht. Ja, das entscheidet nicht Sie. Großer Drogen, das entscheidet Ihre Akte. Ihre Akte entscheidet das. Und wenn die Akte dreht, steht ein Drogendealer mit 1,5 Kilo. Das entscheidet nur die Akte. Das entscheidet nicht wir. Natürlich. Wie gesagt, ich werde jetzt nichts mehr sagen, bis das mit dem MD geklärt ist. Dann darf er wieder reinkommen und weiter mit mir sprechen. Danke. Wir dürfen das machen, das, was wir dürfen. Ja, okay, dann stehen Sie, aber ich antworte nicht mehr. Dann halten Sie mal kurz inne und denken Sie ganz genau darüber nach, Herr Karkaroff. Denken Sie ganz genau darüber nach, wenn wir gleich wieder reinkommen, was Sie dann zu uns sagen. Gar kein Problem. Okay. Viel Spaß draußen. Sie brauchen nicht flüstern. Wohin wollen Sie jetzt? Ich habe dir alles gesagt, was die Wahrheit ist, Blatt. Was du daraus machst, ist deine Sache. Aber wir haben die Frau Luana haben wir gerade erreicht. Sie sagte, die weiß nicht mal was von der Lieferung. Und sie weiß von nichts. Und sie weiß nicht mal mehr, oder beziehungsweise es dürfen auch keine illegalen Gegenstände ins MD geladen werden. Interessant. Ja, wie gesagt, dann ist das so. Ja, dementsprechend macht sich die Frau auch strafbar und genauso wie sie. Das ist mir egal. Ich habe die Lieferung. Da wollte ich da hinbringen, hat nicht funktioniert. Hey. Alles andere ist nicht mein Gehe. Wenn ich reingehe, gehe ich rein. Kein Problem. Das ist nicht ziemlich naiv. Auf. Guck mal, wenn du reingehst, du rein. Die Nachfolgen haben das doch für dich. Oh Manolo, gar kein Problem. Ziele. Dann tauche ich unter, ist doch kein Thema. Du hast doch Ziele, du hast doch gerade gesagt, du willst dir was aufbauen. Komm, da kriege ich auch Zivilisten, die das für mich aufbauen. Wo warst du hin? Wo wolltest du jetzt gerade hin mit der Lieferung, mit so viel? Zum MD. War doch die Strecke, oder nicht? Ging doch am MD. Von da aus kannst du überall hingehen, Herr Karkaroff. Ah, siehst du? Zum MD. Ja, aber es kann auch genauso woanders hinlaufen. Gut. Kollege, ich würde sie auch einmal nochmals durchsuchen, tatsächlich. Ob sie es glauben oder nicht. Wenn du so viel Lust hast, mich zu anzufassen, macht. Naja, Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Ja, keine Sorge. Ich tu nix. Gut gemacht, Herr Manolo. Das haben wir richtig fantastisch gemacht. Perfekt. Der ist genau so, im Auge 30. Hat uns gepittet? Oh, der kann aber. Fährt jetzt wieder in die andere Richtung. Ist jetzt wieder auf der Hauptstraße.
Du Scheiße, Mann! Hey, hey! Der Typ hat geschossen! Auf uns! Sind jetzt wieder auf dem East Highway. Hat sich überschlagen, mehrmals. Ist jetzt unten die Brücke runter. Flüchtet zu Fuß, der Kollege. Ab nach oben. Raus, 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 da komm ich nicht. Jungs, wir haben keine Ziel. So, ich brauche hier Verstärkung. Ist hier direkt bei auf meiner Position, an den blauen Containern. Wo genau befinden sich, Fox? Oben jetzt. Straße Human Labs. So, Kollege. Ist weg. Alles gut. Vor Ort. Alles gut, wir sind hintergestellt. Ach du Scheiße, Mann. Bist du komplett geschnappt? Ich brauche erstmal eine Aspirin, ey. So. Haben Sie auch Barbie Girl da? Nein, für dich habe ich aber ein anderes Lied. Okay. Jetzt kommt's. Bin gespannt. Oh, it's been a long way. Where you begin? Eine Frage. Wird jetzt gekündigt oder später? Wieso? Long time. I love you, my friend. And I'll tell you all about it. And I'll see you again. Oh, yeah. We've come a long way. Where we began. Geil! So sieht's aus. See you again. And I'll see you again. Ich wusste, sie sind emotional, Herr Bagger. Box, box, damn. Hallo, guten Tag. Ah, hallo, Herr Fox. Was geht? Herr Fox, wir brauchen Verstärkung. Alles brauchen wir. Was macht denn der hier drinnen? Warum ist der hier drin? Raus hier! Entschuldigung. Ja, bitte? Ja. Ja, was machen Sie hier? Na, ich brauche hier Hilfe, Mann. Die drehen draußen völlig frei. Ja, oh, richtig. Wir könnten Ihnen Unterzopf gewähren, wenn Sie möchten. Komm mit rein, Wolfsrudel! Let's go! Ich nehm sie mit, Alter! Ja, rette mich! Gar kein Thema, komm mit! Ja. Wir leben und sterben miteinander! Oh, und ich lass dich einfach liegen gleich! Nein! Ich bring dich ins MD! Ja! Ach so Scheiße! Ich hab's voll erwischt, jetzt einfach bin ich drüber gefahren! Wir fährten die Dispatches alle an, Mann! Ey, wir haben hier einen Verletzten von euren Clownboys! Hilfe! Wir brauchen hier Hilfe! Hilfe! Achtung! Hier, ja, einer ihrer Kollegen! Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr, Bobby. Ich brauch was. Du Ratte. Das war so asozial, ey. Das glaubt mir keine Sau, ey. Was geht? Ey, was geht? Am Arsch, Hendo! Runter mit euch! Das war's mit euch! Wir haben doch einen Panzer! Oh, Scheiße, bitte nicht! Hallo, Herr Solorov, was machen Sie so? Ich bin gerade in einem Panzer! Oh. Okay, Glück wieder auf! Eindringliche Perdi, was soll das? Hey, was ist? Hey, Herr Solorov! Oh Gott, ich helf dir! Junge, was ist los? Seh auf! Seht auf! Ach du Scheiße! Ja! Ja! Na, oh Gott! Wieso hab ich jemandem geholfen? Ich fahr auf den Panzer mit! Doch nicht! Ich brauch nicht von Auto fahren, auf Pferde zeigen. Natürlich kriegen Sie Kippe und Bier! Alles klar, wir kommen vorbei! Let's go! Ey, wo sind die alle, ey? Also ab hier, ohne Waffen, ja? Oh Gott! Sehr gut. Ja. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Es war so klar. Entschuldigung. Oh. Ey, fahr nicht über mich rüber, ey. Bagger, dein Arzt gehört mir, Mann. 2 Tage haben wir gebraucht, um ins LSPD zu kommen. Herr Bagger, Herr Solorov und Herr Hayes.
haben mich in aller Art und Weise diskriminiert. Wir haben Scheiße gefressen. Jede Menge. Doch Barton Fox wird niemals aufgeben. Wir sind für das LSPD geboren. Mutter hat damals gesagt, verfolge deine Ziele. Mein Ziel ist es, den Start von Looney Loops aufrechtzuerhalten. Niemals fallen. Und immer aufstehen. Wir sind da. Barton Fox. Für den Staat. Für die Zivilisten und fürs LSPD. Popel in der Nase. Und auch wenn noch ein Zivilist frech wie möglich ist, Barton Fox wird da sein und Recht walten lassen. Cinematics für Fox und Partner. Für das LSPD. Barton Fox ist jederzeit zur Stelle. Egal was passiert. Ups. Hingefallen. Alles gut. Ich höre auf meine Mutti. Egal wie viele Stricke reißen. Der Helikopter wird mich töten. Hilfe! Wir kommen wieder. Stärker, arrangierter, besser wie jemals zuvor. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr mich so schön habt im LSPD aufgenommen. Wir sind am höchsten Punkt von Los Santos. Das, was wir alle besitzen. Ich bin hier für das LSPD, um die Stadt reinzuhalten. Ich habe lange gebraucht, um ins LSPD reinzukommen. Aber was ich hier gefunden habe, ist eine Familie. Eine große Familie. Für Los Santos. Für das LSPD. Uha. Herr Solorov, Sie haben mich eingestellt, mit unter anderem. Sie haben mich geschlagen und auseinandergenommen. Ja, richtig. Aber das mag ich so an Ihnen. Echt? Herr Vargas, Sie sind der Einzige, der an mich geglaubt hat. Oder nicht? Sie haben so an mich geglaubt, dass Sie sogar den Chief davon überzeugt haben, dass ich im PD bleibe. Herr Hayes! Ja, Fox. Sie haben meine Filmproduktion angeschmissen. Wir haben uns 150.000 überwiesen. Von dem Geld haben wir nie was gesehen. Was? Wir haben es verspielt. Ihr Dreckschweine! Und für die anderen Kollegen. Wir standen immer Hand in Hand füreinander. Wir haben alles getan, um füreinander da zu sein. Wir sind das fucking LSPD! Wir stehen und fallen wie eine Familie. Für Los Santos. Bad Boys, Bad Boys. Das war das Stichwort. LSPD, Motherfucker! LSPD, Motherfucker! LSPD, Motherfucker!